Russland und seine Experimente. Kein Auto ohne Garage. Russische Medien informieren, dass man in der Staatsduma ein neues Gesetz plane, welches vorsieht, dass ein Russe nur dann ein Auto erwerben darf, wenn er auch eine Garage, zumindest jedoch einen Stellplatz, vorweisen kann. Grund für eine derartige Gesetzesinitiative sind massenhafte Informationen aus den russischen Regionen, wo sich Bürger an die dortigen Verantwortlichen wenden, um endlich Ordnung in die Parkplatzsituation zu bringen. Kommentiert wird, dass es nicht nur zu Konflikten in den Regionen kommt, sondern das Parken von Fahrzeugen in einen regelrechten Krieg ausartet. Um allerdings dieses Gesetz wirklich zur Geltung zu bringen, ist der massenhafte Bau von Parkplätzen verschiedenster Qualitäten notwendig. Und hier steht die Frage, ob überhaupt dafür Grund und Boden vorhanden ist. An der Stelle, wo er auch gebraucht wird. Es wird daran erinnert, dass diese geplante gesetzliche Regelung nichts Neues darstellt, denn ein derartiges Gesetz existierte bereits in der Sowjetunion. Erinnert wird daran, dass eine Garage oder ein Parkplatz in Russland zwischen 500.000 bis 1,5 Millionen Rubel kostet. Der durchschnittliche Preis für ein Fahrzeug ausländischer Produktion beträgt 1,65 Millionen Rubel. Für ein Fahrzeug aus russischer Produktion muss man 625.000 Rubel auf den Tisch packen.